jetzt lasse ich noch eine zu, das ist eine Fragestellerin und das ist nach unserer Reihung Ulle Schaus. Danke, Frau Präsidentin. Frau Justizministerin, Sie sind letztendlich verantwortlich für den in der jetzigen Fassung gefassten Paragraphen 219a StGB. Wie bewerten Sie, dass die Reform des Paragraphen weiterhin dazu führt, dass Ärztinnen verurteilt werden und dass sie in diesem Land dementsprechend kriminalisiert werden, wenn sie über Schwangerschaftsabbrüche informieren? Wir haben jetzt die Situation, dass zwei Ärztinnen in Berlin verurteilt wurden, zwei Ärztinnen in Kassel wurden freigesprochen. Ist das für Sie die Rechtssicherheit, die Ärztinnen in diesem Land brauchen, die Informationen an ungewollt Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch geben? Frau Ministerin. Also uns allen war es wichtig bei der Neuregelung vom 219a, auch mir als damaliger, also immer noch als Abgeordneter, dass Frauen, die sich in dieser ganz schwierigen Situation befinden, entsprechend informieren können, welche Möglichkeiten es gibt, wo es solche Möglichkeiten gibt, weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, bevor man eine Entscheidung trifft, dass man sich auch entsprechend informieren kann. Und ich glaube, das ist mit der Neuregelung von 219a auch ermöglicht worden. Was ich für eine bedenkliche Entwicklung sehe, ist, dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte sich nicht mehr in solche Listen bei der Bundesärztekammer zum Beispiel eintragen lassen, weil sie in Sorge davor sind, dass diese Eintragung dann zu Repressalien vor Ort in ihren Praxen gegenüber ihren Familien führt. Denn das ist ja etwas, was sie davon abhält, dieses Angebot auch kundzutun, was dazu führt, dass Frauen eben weniger Ansprechpartner haben dann in solchen ganz schwierigen Situationen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir deutlich machen, das ist eine ganz schwierige Situation und selbstverständlich muss es dann für Frauen dieses Angebot geben. Und der 219a, so wie er jetzt neu geregelt ist, gibt diese Möglichkeit, sich entsprechend zu informieren. Die Urteile, die Sie angesprochen haben, die beruhen zum einen noch auf der alten Rechtslage. Und Sie haben auch da Verständnis dafür, dass ich konkrete Entscheidungen nicht kommentiere. Rückfrage? Ja. Es macht die Sache nicht besser, dass Ärztinnen weiterhin kriminalisiert werden durch diesen Paragraphen. Und das sehen wir an diesen Urteilen. Aber Sie haben gerade noch mal die Situation der Frauen angesprochen. Es war übrigens absehbar, dass sich die Ärztinnen auf dieser Grundlage in diese Listen nicht eintragen lassen. Das war vorhersehbar. Aber was wir an dieser Stelle sehen, ist auch, dass Sie auf die Listen bzw. auf die Informationen der Bundesärztekammer hier verweisen. Und ich frage an dieser Stelle mal, finden Sie denn, dass die Informationen sehr allgemein auf der Seite der Bundesärztekammer die Informationsersatzleistung sind, die die Ärztinnen eigentlich als die Wissenden auf ihre eigenen Internetseiten stellen könnten im Jahr 2019? Also sagen Sie mir dazu noch mal, ob Sie der Meinung sind, dass das die ausreichenden Informationen für Frauen in Not sind, die eine ungewollte Schwangerschaft haben und hier schnelle Informationen brauchen. Frau Ministerin, bitte. Also Frauen in dieser Konfliktsituation haben die Möglichkeit, über die Einsicht auf diese Liste bei der Bundesärztekammer bundesweit die Möglichkeiten abzufragen. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, weil manchmal ist ja auch die Entscheidung gerade nicht vor Ort, da wo man ansonsten lebt, zum Arzt gehen zu wollen, um sich beraten zu lassen in so einer Konfliktsituation, sondern vielleicht auch bewusst einen anderen Arzt aufsuchen zu wollen, um sich entsprechend beraten zu lassen. Und deswegen glaube ich, dass diese Liste bei der Bundesärztekammer diese Möglichkeit gibt, eben bundesweit diese Informationen zu bekommen und dann die Entscheidung zu treffen, von welchem Arzt möchte ich mich denn darüber hinaus informieren lassen. Das gibt der 219a in der Neuregelung her. Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit